Lalala. Hier vielleicht eine. Es fängt an zu regnen. Pixelregen. Yeah. Coole Aktion. So, Bauer. Lefty schickt mich. Ich hab was. Wie ihr seht, der Regen. Danke, Junge. Blaue Striche halt. Das habe ich gebraucht. Die. Ich finde die ganz langen blauen Striche so lustig. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Boah, wie lange trinken die denn? Ich krieg zu viel. Wie viele hab ich denn noch? Bitte nicht mehr so viele. Noch drei, okay. Du da, stehen bleiben. Hock. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Ja, sauf. Danke, Junge, das habe ich gebraucht. Ja, der den gleichen Satz drauf wie der alte Knacker eben. Nur noch ein bisschen bekiffter. Schön. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Ja. Boah, Leute. Aber die Satzwahl der Bauern. Wunderbar. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. So, ich glaube, das war's, oder? Kann ich noch irgendwem Wasser geben? Kann ich dir Wasser geben? Perfekt. Ich kann keinem mehr Wasser geben. Ich hab's gemacht. Krieg ich jetzt Erfahrung oder so? Das wäre ziemlich von Vorteil, denn... Ja, ich will endlich mal Level Up, wie gesagt. Also, würde ich jetzt XP haben. Hey du! Perfekt! Stufe aufgestiegen! Du bist ja zu was zu gebrauchen. Ich denke, das ist genau die richtige Aufgabe für dich. Du wirst das ab jetzt jeden Tag tun. Fang direkt wieder damit an. Was? Wie? Fang direkt wieder damit an. Wie soll man rumgehen, oder was? Warte mal, Reislord, komm mal her. Reislord? Hey du! Oh, ich darf hier nicht rein. Da hast du noch mal Glück gehabt. Ups. Ja, in manche Gebäude, wenn man reingeht, dann werden die Leute, die hier wohnen, ziemlich aggressiv. Ja, anders kann man es nicht sagen. Wo ist denn jetzt der Reislord? Hey du, raus hier! Du lernst schnell. Ja, wie soll ich den denn ansprechen, wenn der da drin ist? Hast du da drinnen getrieben? Ach, leckt mich doch. Ja, komm. Komm. Ich... Pff, leck mich doch, ja. Geh ich halt weiter. In das Schwarz. Ich sehe kaum noch was, aber egal. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Was machen die Söldner? Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich kein Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Ja, das ist ja schön. Pass auf deinen Rücken auf! Ich soll euch auf meinen Rücken aufpassen. Apropos, ich sollte mal wieder speichern. Ihr wisst, was passiert, wenn ich nicht speichere. Ich bin an der nächsten Ecke tot. Ja, das will ich vermeiden. Deswegen speichern. So. Ja. Weiter geht's. Noch ein paar. Homer Simpson. Warum bist du nicht gelb? Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser.
Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Das ist natürlich doof, wa? Hast du den Damm gebaut? Ja. Als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Natürlich haben alle mitgeholfen, aber ich war der Baumeister. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Oh. Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Dann mal schauen. Aber ganz sicher nicht jetzt, denn ich bin gerade mal... Ja. Level 2. Way. Nee, Level 1. Super. Level 1. Spannend. Und ihr seht, Grafik ist ziemlich geil. Ja. War da Ironie in dem Satz? Nein. Ich kann ja selbst kaum was erkennen. Ja, es liegt aber auch an der Nacht. Wenn es Nacht ist, dann geht das gar nichts. So. So, wo kann ich denn jetzt hingehen eigentlich? Ich suche Gorn.